Nahezu jeder Autohersteller setzt auf den SUV-Trend, aber es gibt da schon die ein oder andere Marke, wo man nicht an SUVs denkt. So eine Marke ist Aston Martin und genau die kommen mit dem DBX. Den habe ich mir geschnappt, um zu überprüfen, ob James Bond vielleicht künftig auf SUVs setzt. Wenn man an englische Legenden denkt, dann denkt man recht rasch an den berühmtesten Geheimagenten der Welt und wie er am Steuer eines Aston Martin Superschurken bekämpft. Doch. Stellen wir uns doch einen Moment lang vor, James Bond wäre kein Geheimagent und würde nicht andauernd die Welt retten. Was würde er dann für ein Auto fahren? Einen Bentley oder einen Mercedes? Wohl kaum, denn er würde wahrscheinlich auf einen Aston Martin DBX setzen. Denn der DBX ist nicht weniger als eine familientaugliche Version der Supersportmodelle von Aston Martin. Man kann die Form des DBX getrost als gelungen und ungewöhnlich bezeichnen, denn obwohl man es hier mit einem über 5 Meter langen SUV zu tun hat, empfängt man unmissverständlich Supersportler-Signale. Die lange Motorhaube, die nach hinten stark abfallende Fahrgastzelle und die extravagante Abrisskante. Sie sind unmissverständliche Zitate der Marken-DNA. Natürlich ist ein DBX geparkt ein Eyecatcher. Doch als Aston Martin muss er auch fahrdynamische Versprechen einlösen. Den zivilen Ritt durch die Innenstadt beherrscht er perfekt. Unauffällig ist er dabei zwar nicht, doch das liegt zu einem guten Teil an seiner Lackierung. Die Neungang-Automatik arbeitet dabei sanft und nahe an der Wahrnehmungsgrenze. Doch das wahre Wesen des DBX bleibt einem bei Stadttempo verborgen. Hier hilft nur die Flucht aus der Stadt, um sein Potenzial entdecken zu können. Der DBX kommt leider ohne Raketenwerfer und ohne schussfeste Fenster. Dafür mit einem waffenscheinpflichtigen Motor, nämlich einen V8 4 Liter Hubraum Twin Turbo 550 PS. Das ist gut für 291 km/h Topspeed und einen 0 auf 100 Sprint in 4,5 Sekunden. Die Sitzposition ist ausgezeichnet und das Feedback vom Fahrzeug vermittelt einem das Gefühl von absoluter Kontrolle. Besonders in engen, schnell gefahrenen Kurven entpuppt sich der DBX als überraschend wendig und handlich. Im Sportmodus scheint es fast so, als würde er seine zivilen Talente komplett vergessen. Man bekommt einen extrem scharfen Sportwagen serviert, der mit seinem Sound das Umfeld sogar aufschrecken lässt. Was wirklich überrascht ist, dass der DBX extrem leichtfüßig ist. Man erwartet sich bei so einem Auto, das immerhin über 5 Meter lang ist und über 2,2 Tonnen wiegt, sowas wie einen Schwergewichtsboxer. Doch tatsächlich ist der DBX eher ein Florettfechter, nämlich vorgespannt, präzise und sehr schnell. Besonders freut, dass der DBX ein höchst organisches Auto ist und eben nicht durch digitalen Perfektionswahn zu Tode programmiert wurde. Man bekommt das Gefühl vom echten Autofahren. Und echtes Autofahren ist eben nichts Klares oder Geschliffenes, sondern etwas mit einer nicht näher definierbaren Struktur, die einem emotionale Haftung bietet. Dieses Mindset zieht sich konsequent durch das ganze Fahrzeug. Auch im Cockpit. Man fühlt sich wohl, aber ohne, dass sich Aston Martin dabei affig anbiedert. Es ist eine große Portion Charakter, die man mit jeder Phase spürt und den ein oder anderen im ersten Moment verwirren könnte. Doch spätestens, wenn man das Wesen des DBX verstanden hat, ergibt alles Sinn. Ein Aston Martin ist immer ein Event und zwar ganz egal, ob man drin sitzt und selbst fährt oder das Auto nur ansieht. Und man könnte jetzt versuchen, den DBX zu vergleichen, und zwar mit einem Lamborghini Urus oder auch einem Bentayga von Bentley. Aber das macht absolut keinen Sinn, denn ein Aston Martin ist immer anders. Er ist unglaublich präzise, er ist immer schnell und kräftig, aber er hat auch immer diese gewisse Unschärfe. Und das soll man nicht falsch verstehen, diese Unschärfe ist enorm wichtig, denn die ist es, die dem DBX auch den Charakter gibt und auch der ganzen Marke Aston Martin. In Österreich gibt es 3 Millionen Dieselfahrzeuge und viele der moderneren Modelle brauchen AdBlue. Doch was ist AdBlue eigentlich? Was macht AdBlue mit dem Auto? Und warum muss ich es unbedingt nachfüllen, wenn es aus ist beim Auto? Gute Fragen, wir haben auch alle Antworten.
JetBlue, ganz groß steht es da drauf. Gibt es bei Turmöl auch direkt aus der Zapfsäule. Aber ich werde euch jetzt ein bisschen was über AdBlue erzählen. Allerdings mit einer kleinen Flasche, weil da lässt es einfach länger und schöner plaudern. Wer einen modernen Diesel fährt, der wird nach ein paar tausend Kilometern merken, aha, mein Auto braucht AdBlue. Jetzt gleich mal zu den Basics. Bei den meisten Fahrzeugen ist es so, dass der AdBlue-Tankstutzen neben dem regulären Diesel-Tankstutzen ist. Bei manchen Autos ist es auch woanders. Aber ich sage mal, in 80% der Fällen findet man es dort, wo man das Auto tankt, auch gleich den AdBlue-Stutzen. Ist auch meistens ein blauer Verschluss. So, den gehen wir mal runter. Und jetzt der erste Top-Tipp. Nämlich Handschuhe anziehen. Ich habe schon was vorbereitet, nämlich hier ein Sackerl. Warum Handschuhe? Ja, ganz einfach. Also AdBlue ist jetzt einmal nicht giftig. Das ist ein Harnstoff, der in einer geringeren Konzentration auch in der Hautcreme vorkommt zum Beispiel. Das heißt dort dann Urea und macht die Haut weich. In der Konzentration, wie es jetzt fürs Auto benötigt wird, gibt es Reizungen bei den Augen, bei der Haut und auch bei den Atemwegen. Und die Handschuhe deswegen, weil es ist auch ein ziemlich klebriges Zeug. Das will man weniger auf den Händen und noch viel weniger auf den Schuhen haben, weil diese Flecken kriegst du nie wieder raus. Was macht dieses AdBlue? Dieses AdBlue hilft bei der Abgasreinigung, kommt aber nicht in den Motor. Dem Motor ist das völlig egal, sondern es wird eingespritzt vor dem Katalysator und es hilft dann dem Katalysator, die ganz gefährlichen Stickoxide bis zu 90% aus den Abgasen rauszufiltern. Muss ich AdBlue nachfüllen? Ja, muss man nachfüllen, denn wenn keins drin ist, stellt sie das Auto ab, im schlimmsten Fall. Im besten Fall geht es noch weiter bis zur nächsten Tankstelle und zwar im Notlauf. Und beides davon will man nicht. Deswegen immer nachfüllen, das ist nämlich gut fürs Auto und auch für die Umwelt. Cupra und der FC Barcelona hat eine Partnerschaft und diese Partnerschaft ist so eng, dass man fast schon meinen könnte, die Gicker vom FC Barcelona sind Mitarbeiter von Cupra. Doch, sehen Sie selbst. Die spanische Performance-Marke Cupra ist der offizielle Mobilitätspartner des legendären FC Barcelona. Cupra und die Kicker des FC Barcelona sind bereits seit 2019 quasi Trainingspartner. Diese Zusammenarbeit, die über eine traditionelle Partnerschaft hinausgeht, basiert dabei auf drei strategischen Säulen. Erstens haben beide Partner ihren Ursprung in Barcelona und haben eine gemeinsame Vision, das Image von Barcelona in der ganzen Welt zu stärken. Zweitens sind beide Seiten bestrebt, junge Talente und Innovationen zu fördern. Und drittens teilen der FC Barcelona und Cupra die Leidenschaft sowie den Ehrgeiz, global in der ersten Liga mitzuspielen. Dass Kicker auf heiße Boliden stehen, ist bekannt. Dass sie dabei auf die Modelle von Cupra setzen, liegt irgendwie auf der Hand. Die Spieler des FC Barcelona konnten sich individuelle Cupra-Modelle zusammenstellen und diese ganz auf ihre persönlichen Bedürfnisse zuschnitzen. Dabei weiß vor allem Tormann Marc Ter Stegen zu überraschen, denn er setzt auf ein Plug-in-Hybrid-Modell des Formentor. Dabei schätzt er vor allem die elektrische Reichweite von bis zu 55 Kilometer, denn beim elektrischen Gleiten kann er sich mental auf anstehende Trainings vorbereiten. Ich bringe mich selbst in Stimmung, sodass ich mich ideal konzentrieren kann, und zwar auf das, was ich zu tun habe. Doch egal, ob im E-Hybrid oder im extra scharfen VZ5-Modell, Cupra und der FC Barcelona bilden ein perfektes Team. Für heute sind wir durch mit Go, aber fix ist, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin gibt's was auf die Ohren, nämlich in unserem Go-Podcast. Der heißt Herrgott, fahr doch! Und den gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Von meiner Seite war's das jetzt. Servus und Baba. Nächste Woche in Go. Wir fahren den Ford Mach-E GT und den Audi Q4 e-tron Sportback. Go, powered by Turmöl. Anger!